Lass dich nicht verarschen. Ja, das werden wir uns Dann merken. darf ich Elder ausrichten. Wer warst du noch gleich? Anderson, knapp. Jo, 3. LP, Mietskolonie Online. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine Folgen verpasst. Haut ein Like raus, wenn es euch gefällt. Und kommentiert fleißig rein. Super geil. Du bekommst 20 Brocken Lohn jeden Monat, davon ausgehend, dass du deinen Job auch machst. Du meinst die Hütten bei der Mine, nehme ich an? Nein, die der Wohnhöhle. Um die Mine kümmert sich Engardo. Noch zumindest. Wobei ich das wohl in Zukunft auch machen werde, weil Gardo es nicht hinbekommt. Ich bin kein guter Kämpfer. Aber ich bin mir für keine Arbeit zu schade. Dann komm gleich mal zum Waffenladen. Da gebe ich dir eine Liste und erkläre dir alles genau. Alles klar, Chef. Puh, ja, ganz schön viel. 15 Brocken, Alter. Drecksviecher. Das war's mit dir, du Mistvieh. Da wären wir. Also, jeder Montag zählt als neuer Monat. Da musst du zu den Leuten gehen und die Miete einfordern. Muss nicht Montag sein, aber halt, ab Montag kannst du neu sammeln. Ja, also einmal die Woche. Ja, genau, einmal die Woche. Hilda, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Angeblich lauert auf dem Minenweg eine Gruppe Goblins. Ich wollte das mal checken. Hilda, schau kurz so gut. Gib mir ein paar Minuten, dann komme ich mit. Gut, entkorkt eine Flasche Schnaps und nimmt einen kräftigen Schluck. Geht runter wie flüssiges Feuer. Hilda überreicht an Finn eine Liste. Auf dieser kann man Namen und Zahlen erkennen. Blatt Papier von Elda. Ein Blatt Papier. Der Liste steht Folgendes. Auf der Liste steht Folgendes. Price 15 Brocken. Chorus 25 Brocken. Anderson 25 Brocken. David und Cooper 40 Brocken, jeder 20. Daron 20 Brocken. Die sammelst du immer am Monatsanfang das Erz von den Leuten ein, die auf der Liste stehen, und dann bringst du es mir. Dann gibt's deine Bezahlung. Noch Fragen? Nur ein paar. Was ist, wenn ich die Geigenvögel nicht finden kann? Dann müssen die die Mine nachzahlen. Also einen Monat später den doppelten Betrag. Schau zu kochen. Ich warte auf Elder. Alleine ist es fällig. Okay. Verstehe. Ich sollte wohl Buch führen. Das mache ich. Du musst jeden Monat das Erz einsammeln. Kann ich dich zu einer bestimmten Zeit antreffen? Abends hier oder morgens am Feld oder in der Mine. Du findest mich schon. Alles klar, Chef. Wurde diesen Monat schon bezahlt? Kannst du diesen Monat gleich schon einsammeln, außer David Cooper. Da war ich schon. Okay. Dann werde ich mich mal ins Werk machen. Lass dich nicht verarschen. Ja, das werden wir uns merken. Beziehungsweise, welche von den Geigenvögeln ist denn schon da? Keiner, ne? Da sind wir jetzt der Mietseintreiber. Wir gehen erstmal ins Bett, beziehungsweise müssen, glaube ich, auch was essen, ne? Das glaubt sind wir auf jeden Fall und essen, ja. Wir machen mal eine ganze Portion Essen mit dem Reis. Den kochen wir mal ein. Aber war jetzt keiner da. Beziehungsweise Cooper ist ja dann auch weg. Den kochen wir ein. Das Ding, was wir vorhin verbackt haben, das ist immer noch da. Hier, das komische weiße Etwas, das haben wir dahin gebackt. So, kochen erstmal Wasser auf.
So, da sind wir durch. Da haben wir Reis eingekocht. Haben wir die ganze Portion hier noch ein bisschen was übel, über. Das ist unsere Liste. Ja, wir haben jetzt schon noch ein bisschen Erz. So, wir pfeifen uns auf jeden Fall erstmal ordentlich was drin. So, zwei Portionen, dann sind wir. Könnten wir noch langsam was essen. Hauen wir uns drin. Leicht gesättigt. Noch vier Stück, ey. Na, essen wir mal noch zwei. Pappsatt. Das hatten wir auch noch nicht. Pappsatt ist, glaube ich, so das Maximum. Naja, für sechs Schüsseln Reis ist auf jeden Fall auch eine ordentliche Menge. So, erschöpft sind wir noch. Ausgelockt. Geht's ab ins Bett. Finn muss ins Bett. Heia Bettchen. Gute Nacht. Ja, guten Morgen, Finn. So, dann gucken wir mal bei der Mietspatrouille. Der Preis ist da. Dann gehen wir gleich mal gucken, ob wir den Preis finden. So, wo könnte der Preis denn sein? Also am Feld habe ich noch nie gesehen. Wir gucken trotzdem mal beim Feld vorbei. Kein Preis hier. Wir waren, also Preis stand auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Da müssen wir gleich mal gucken, wer denn da alles noch genau auf der Liste war. Also Price war auf jeden Fall dabei. Heute kein Reis pflücken, heute Erz einsammeln. Ich hoffe nur, dass der Price auch unterwegs ist hier irgendwo. Guck mal, da steht da jemand. Haben wir denn da? So, wir betreten die Kneipe und schauen uns die zweimal genauer an. Ich hätte gern zwei gewürzte Fleischkerne und etwas von deinem Gemüse. Blaugraue Augen, Mitte 30, Deutsch und Pfanne am Gurt, lässt seine Haare wachsen, wirkt ziemlich fertig. Dann an linken Ellenbogen auf dem Tresen. Hm? Mein Gemüse. Nee, das ist nicht meins. Bin ja kein Gärtner, aber meinetwegen. Und du Käse und dir Käse, bei dir Käse out? Ich suche jemanden bestimmten. Wie heißt ihr? Sag mir doch erstmal, wen du noch suchst. Price verschränkt die Arme. Ich suche einen gewissen Price. Anderson. Daron. Punkt, Punkt, Punkt. Geht noch weiter. Wir sind ja nun Karon, Koros. Koros? Karos, Koros. Dann erzählt einige Brocken ab, welche sie auf dem Tresen legt. Hm, nun gut, ich mach's mal fröhlich, dann können wir quatschen. Wenn du auch was willst, sag es lieber jetzt oder wohl. Das passt schon. Aber wenn du meinst, das, dieser gnädige Herr könnte auf unserer Liste stehen. Wir wissen ja noch nicht, wie er heißt, aber. Mal gucken. Anderson aber zumindest schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, ob er. Ob der Name uns genannt wurde. David und Cooper kennen wir auf jeden Fall. Ganz gut, haben wir schon öfter auf dem Reisfeld gesehen. Aber Karos oder wie der hieß. Und Daron noch gar nicht. Reis verlässt nach einiger Zeit die Küche mit jeweils einer Platte in seinen Händen. Eine Platte hat eine ansehnliche Menge an goldgebräunten Rühreiflocken. Dazu Schinkenscheiben, knusprig angebraten mit Zwiebeln und in der anderen Schale liegt ein netter Haufen an angedünstigen Rübenscheiben, Zwiebelringen sowie Kräutern. Dazu noch zwei mit Kräutern eingeriebenen Fleischkeulen, die scharf in der Pfanne angebraten wurden. Dana schiebt einige Brocken über den Tresen. Das stimmt so. Danke nochmal für deine Hilfe. Ja, wir schielen etwas rüber, als Erz den Besitzer wechselt. Ja, Erz hat er ja jetzt gekriegt. Kann er gleich an uns etwas abtreten. Price greift sich kurz darauf die Brocken, die er kurzerhand abzählt. Er braucht erstaunlich lange bei der Menge an Erz. Price wirkt auch eher überrascht, sagt aber nichts, als er die Erzbrocken in seiner Tasche verstaut.
Danach mustert die verschiedenen Sachen. Da hast du dir wohl Mühe gegeben. Bryce zieht seine Platte zu sich ran und zückt einen Löffel, den er dann zum Essen benutzt. Wäre schade, denn wenn das nicht wäre. Dann nimmt sich die Sachen vom Tresen und wendet sich danach ab. Wir sehen uns. Bryce blickt kurz danach zu Finn. Sicher. Schielt nochmal zu Dana. Bring das Geschirr ja wieder. Ist daraufhin weiteren Schutz zu finden. Also, was wolltest du? Also, ich bin für Elder unterwegs. Und ich suche nach ein paar Gestalten, um die Miete einzusammeln. Bryce greift sich noch eine Schinkenscheibe und beißt rein. Beim Kauen kann man schon festhalten, dass es möglicherweise etwas zu knusprig ist. Er hustet leicht und isst die angebratene Scheibe auf. Bryce nimmt sich seine Flasche aus dem Regal, zu welcher er sich zuwendet, und geht wieder an die Theke. Er öffnet die Flasche, nimmt einige Schlücke daraus und ächzt. So. Bryce stellt die Flasche dann auf der Theke ab. Er würde dann fortfahren mit dem Essen seines Frühstücks. Verstehe. Aber ich zahle nicht mehr. So. Und warum nicht? Ja, weil ich nicht zahlen muss. Darum. Du hast es doch gehört, dein Name scheint auf der Liste zu stehen. Bryce beendet nach einiger Zeit dann sein Rührei mit Schinkenscheiben. Er stellt die Platte zur Seite auf einen Stapel, greift sich dann wieder zur Flasche, nimmt einige Schlücke und ächzt. Ja, das hast du gesagt. Wink ab. Hab nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Nur, dass ich nicht zahle, weil ich nicht zahlen muss. Verarsch mich nicht. Elder hat diese Liste angefertigt. Und wenn du da drauf stehst, wirst du zahlen müssen. Ich glaube, da machen wir gerade einen Fehler, den zu erwähnen. Ach, und was willst du nun tun? Mich angreifen? Du? Geh zu Elder und sag ihm, dass er meinetwegen zu mir kommen kann deswegen. Leute der Bande zahlen aber keine Brocken, um hier wohnen zu dürfen. Okay. Das werde ich machen. Dann darf ich Elder ausrichten. Hast du keine Miete zahlt? Wer warst du noch gleich? Anderson, knapp. So. Sieht gar nicht aus wie Anderson. Den haben wir zumindest schon mal gesehen. Ja. Sicher, weil du meinen Namen bereits kennst. Weiß ich noch gleich. Anderson bist du jedenfalls nicht. Ich werde schon rausfinden, wer du bist. Ich hab meinen Namen sehr wohl gesagt, vorhin, als du drei Namen genannt hast. Achso, das kann sein, ja. Habe ich das überlesen? Da habe ich meine Nasen. Ich habe gefragt, blablabla, ich suche jemanden. Sag ich dir jetzt genau, wenn du suchst. Ja, ich suche die drei. Gut, ja. Wenn du meinst. Ja, hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Naja, du kannst dich ja verhört haben. Ja, das habe ich wohl überhört. Tja. Meinetwegen, aber du hast vorhin drei Namen genannt. Eine kennst du schon, also bin ich doch Bryce oder Darren, nicht? Und du willst mir erzählen, dass du weder mich noch Dings kennst? Ich habe euch noch nie gesehen. Das ist aber komisch. Dich habe ich schon ein paar Male gesehen. Das kann sein. Ich werde dann mal das Anschlagsbrett nach deinem Namen fragen und dann schauen wir weiter. Sicher. Und was sagt das Brett? Steht da nicht drauf. Wird wohl drin hängen. Scheint's ja hier zu arbeiten. Stimmt, genau. Muss dann wohl der Price sein. Price zuckt mit seinen Schultern. Das hast du gesagt. Ja. Wenn du diesen Monat nicht zahlst, musst du nächstes Mal doppelt zahlen.
Ach, du wolltest ja gar nicht sein. Ich kläre das mit Elder. Price schneidet mit seiner Zunge. Soll Elder halt zu mir kommen? Ich werde meine Worte nur wiederholen. Ja. Ich glaube, wir könnten mal noch so eine halbe Schicht Reis sammeln. Denn wer backt denn da vorne rum? Was zappelt die denn da so rum? Das ist mit dem Rumzappeln gewollt. Den Rumhampeln da, aber jetzt scheint sie sich eingekriegt zu haben. Guck immer ganz gerne mal rüber zu den anderen. Die Powerplay-Patrouille. Das ist wieder auf dem Feld. Also wir haben gar nicht getestet, ob eine Sichel wirklich besser ist zum Sammeln. Ich glaube nicht, dass man immer 5 Animations, aber vielleicht ist die Animation insgesamt jetzt ein bisschen schneller. Er will mich kontrollieren. Sie kenne ich Powerplay-Flücke. Das mache ich dann nicht. Ich kontrolliere die anderen, dass sie das nicht machen. Und diese Ellen zum Beispiel. Die sind da lang gemoved. Stattdessen. Das ist der Einer. Da soll ich jetzt nicht zuquatschen. Ich will nämlich eigentlich noch schneiden. Hallöchen. Grüße dich. Grüße. Winken leicht mit der Sichel und grinsen. Uiui, Sichel auf Leihe oder gekauft? Die ist geliehen. Ich habe jetzt noch eine Arbeit im Lager. Was wir zu finden. So, was denn? Miete einsammeln. Ich könnte noch den einen oder anderen starken Arm gebrauchen, wenn du verstehst. Mensch, toll. Hoffe, derjenige entlohnt dich auch fürs Geranne. Natürlich. Ja. Wir schlagen uns nicht selber mit den Leuten, wir organisieren das. Schaut nachdenklich. Hilfe beim Einsammeln? Nur wir sind beide nicht gerade ein furchteinflößenden Schläger. Aber wenn du so fragst, ich wäre dabei. Ja. Ist auch Erz drin. Sauber, jedes Stück Erz hilft mir auf dem Weg zur besseren Kleidung. Ja, so geht's mir auch. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Diese Miete sammeln. Wer ist dein, unser Auftraggeber? Hast du eine Liste, wer was zahlen muss? Die habe ich. Die habe ich, ja. Die Elder mache ich, wir diesen Job. Gut, also sobald wir einen sehen, der zu zahlen hat, geben wir ihn auf ihn zu und bitten ihn höflich. Ja. Nun ja. Ich habe bereits einen zahlungsunwilligen ausgemacht. Ein Gardo stand vor dem Feuer. Ist der einer, der noch zahlen muss? Nein. Price müsste noch zahlen. 15 Brocken diesen Monat. Price, so, reicher wird und will nicht zahlen. Richtig. Ich war schon bei ihm. Er sagt, er müsse nicht zahlen. Und Elder soll das mit ihm klären. Das ist unser Lieblingspflücker hier da, der Ellen. Der lockt sich auch immer an derselben Stelle ein, kann es sein? Pflückt hier einmal sein Ding weg und dann warst du doch wieder. Kapp dich auf den Kika. Einer zuckt mit den Schultern. Vielleicht bringen wir ihn zu zweit ja eher bei, dass er gefällig zahlt. So ähnlich habe ich es mir da vorgestellt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Hey Jungs, wie geht's? Das läuft. Alles okay, denke ich. Zeit für Feierabend. So, wir bündeln unseren Reich zusammen.
Ja, 6 Bündel erhalten. Ist ganz gut. Vor allem, wenn jetzt kein Bauer was haben will, können wir uns nochmal eine kleine Fuhre Essen machen. Er pflückt, er nutzt seine Ellen. Er pflückt dann auch die restliche Zeit durch. Oh, was ist mit ihm denn los? Nein, ein schöner Stress hier macht. Garo. So, was der Mjölne da schon wieder am Stecken hat, das sehen wir dann wieder beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und ihr kennt den Spaß. Halt die Ohren steif, wir sehen uns.